Phoenix persönlich. Phoenix persönlich heute mit Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Bin gerne gekommen in die ständige Vertretung. Das freut uns besonders. Und das in Hannover. Und das in Hannover, genau. Wir treffen uns hier in der ständigen Vertretung, kurz für unsere Zuschauer, die das vielleicht nicht so kennen. Das ist eine Kneipe, die der alten Bonner Republik ein bisschen heiligt und viele alte Fotos zeigt. Mit welchen Gedanken gehen Sie denn hier durch die Fotos heute? Na, ich war natürlich oft in Bonn, in der damaligen Provinz, so hieß sie ja, als junger Abgeordneter, 1980 zum ersten Mal als Bundestagsabgeordneter. Und man traf sich dort, übrigens parteiübergreifend. Die ersten jungen, damals wirklich sehr jungen Grünen waren da. Und man saß rum abends bei einem Glas Bier oder auch zwei und fing an zu reden, na, könnte sich was entwickeln zwischen uns. Und dann kam Berlin, also die Bonner Republik war zu Ende, die Bundesregierung ging nach Berlin und die damalige Provinz wurde zur ständigen Vertretung. Ganz interessant deswegen, weil die deutsche Botschaft in der früheren DDR ja nicht Botschaft heißen durfte aus verfassungsrechtlichen Gründen, sondern ständige Vertretung heißen musste. Und diese STEF, also die ständige Vertretung, war dann die Provinz in Berlin. Gibt es heute noch. Und dann eben auch in Hannover, ich weiß nicht, ich glaube in Hamburg auch, ich weiß nicht wo überhaupt noch sonst. Aber es gibt traditionelle rheinische Küche, Himmel und Erde. Und es gibt Kölsch, ein grauenhaftes Bier, aber gut. Das streichen wir. Leider müssen wir uns von den alten Zeiten jetzt lösen, so spannend das hier ist, und zur aktuellen politischen Situation kommen, die bestimmt ist durch die Diskussion natürlich um die Pandemie. Und die Leute fragen sich ungeduldig von Tag zu Tag lauter, wann kriegen wir endlich unser normales Leben zurück? Wie ist es Ihnen damit gegangen? Wie fragen Sie sich also das? Also ich finde es nicht so schlimm, wie sicher für Menschen es ist, die Kinder haben, die nicht in die Schule können und die dann Homeoffice machen müssen und dann daneben auch noch Kinder zu betreuen haben. Also mein Leben als jemand, der seine Arbeitszeit selber einrichten kann, ist natürlich weit privilegierter als die anderer. Insofern, diese Form von Entschleunigung, die damit verbunden ist, ist so schlecht nicht. Ich mache viel Sport, was soll man sonst machen, und spiele Golf, mache meine üblichen Übungen im Gewichtheben, all sowas, und fühle mich nicht unwohl dabei. Mir fehlt natürlich auch Zusammensein mit Freunden, in die Kneipe gehen, wie zum Beispiel hier in die Steff oder wo auch immer hin. Aber ich habe den Eindruck, in Deutschland sind wir recht privilegiert. Und das sollte man vielleicht auch mal deutlich machen. Bei allen Fehlern, die gemacht worden sind. Wir werden sicher noch drauf kommen, aber in unserem Gesundheitssystem, teuer, bürokratisch, aber funktionsfähig zu leben, auch innerhalb Europas, ist schon ein Privileg, denn es funktioniert. Und niemand, auch der Kassenpatient, muss nicht Angst haben, nicht optimal versorgt zu werden. Ist schon ein großer Vorteil, den unser Staat hat. Und das sollte man auch mal begrüßen. Und im Übrigen, die tolle Arbeit derjenigen, die in den Krankenhäusern, in den Altersheimen wirklich sich quälen für die Menschen, für die sie Verantwortung übernommen haben, das ist schon großartig. Also funktioniert mehr als nicht funktioniert im Land. Gehen wir trotzdem zurück zu den Fehlern, von denen Sie gerade gesprochen haben, oder auch die vermeintlichen Fehler. Es gibt den Vorwurf, die EU habe zu zögerlich gehandelt. Es sei ein Fehler gewesen, gemeinschaftlich den Impfstoff zu bestellen. Es ist gar von Trödel-Europa die Rede. Teilen Sie diese Kritik? In Teilen ja. Zunächst einmal, es war richtig zu sagen, wir machen das europäisch. Aber die europäische Bürokratie und die Führung dort ist offenbar nicht in der Lage gewesen, zu kapieren, man kann nicht knickerig sein in einer solchen Situation. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, ich habe gelegentlich den Eindruck, dass man auch Firmen im Geschäft halten wollte, die, wie Sanofi zum Beispiel, im Ergebnis dann nicht liefern konnten. Und auch da scheint es, jedenfalls so ist mein Eindruck, zu Verzögerungen gekommen sein, die nicht hätten sein müssen. Und das Zweite will ich klar sagen, das, was Herr Spahn vorhatte eigentlich,
nämlich auch national neben der europäischen Dimension, Impfstoff zu bestellen, gerade aus Deutschland, denn die Deutschen waren ja gut bei der Entwicklung. Das wäre richtig gewesen. Da sind Versäumnisse vorgekommen, aber wo kommen die nicht vor? In einer solchen Situation, in der wir waren und immer noch sind. Insofern, die Kritik jetzt ist wohlfeil. Etliches ist okay daran, an dieser Kritik, anderes Übertriebenes aber nicht. Jetzt sind wir in der Situation, in Deutschland warten die Menschen sehnsüchtig auf den Impfstoff. Und wenn wir nach Großbritannien schauen, sehen wir, dass die Briten gerade die EU verlassen haben, deutlich schneller bestellt haben, deutlich mehr bestellt haben und in der Impfrate weit vor uns liegen. Ja, das ist misslich, würde ich auch sagen. Das ist ein organisatorisches Versagen, das vor allen Dingen bei der EU-Kommission zu sehen ist. Denn wenn man mal vergleicht die Kosten, die es macht in der Pandemiezeit im wirtschaftlichen Bereich, verglichen mit dem, was man hätte vielleicht in den Sand gesetzt, wenn man den falschen Impfstoff bestellt hätte oder zu viel davon bestellt hätte, ist ja kein Vergleich. Insofern glaube ich, dass sich die europäische Bürokratie, auch die dortige Führung, die dafür verantwortliche Kommissare nicht mit Ruhm bekleckert haben. Das muss man dann auch kritisch sagen. Aber alles in allem ist es eine Situation gewesen, die so neu und so von so großer Dimension war, dass man ein bisschen freundlicher sein muss, auch was diese berechtigte Kritik angeht. Ich will es jedenfalls bleiben. Ein weiterer Punkt in der Debatte ist im Moment, ob es Privilegien für Geimpfte geben soll, wie zum Beispiel Konzertbesuche, Restaurantbesuche. Der Ethikrat beschäftigt sich mit der Frage, wie sehen Sie das? Schauen Sie, ich glaube eher nicht. Es gibt juristische Gründe dafür. Man sagt, wenn man niemanden mehr anstecken kann, dürfen Grundrechtseinschränkungen eigentlich nicht sein. Das kann ich nachvollziehen. Ich habe das ja mal studiert. Auf der anderen Seite geht es aber auch um Gleichheit. Und niemand weiß ganz genau, ob jemand, der geimpft ist, möglicherweise erst zum ersten Mal, ob der nicht wirklich auch noch andere anstecken kann. Und im Übrigen geht es ja auch darum, wer kriegt denn überhaupt Impfstoff? Ne? Können diejenigen, die die Möglichkeit haben, sich privilegierte Chancen zu verschaffen und dann besser dastehen, was Restaurantbesuche und so weiter angeht, ist das in Ordnung oder macht es nicht doch Sinn, in einer solchen Situation zu sagen, nee, bevor wir die Pandemie nicht überwunden haben, bevor wir nicht das, was man Herdenimmunität nennt, erreicht haben, sollte es nicht einzelne Privilegierte geben. Irgendwo gehören wir alle zusammen und fände ich jedenfalls ganz gut, wenn der Ethikrat sagte, okay, es mag diffizile juristische Gründe geben, zu unterscheiden, aber alles in allem sollten wir zusammenbleiben. Als Gesellschaft, als Menschen in dieser Gesellschaft. Die Bundesrepublik Deutschland hat die Kassen aufgemacht. Ihr ehemaliger oder Ihr Genosse Olaf Scholz hat gesagt, wir haben genügend Geld. Trotzdem fragt man sich natürlich angesichts dieser Milliardenfluten, wo das Geld jemals wieder herkommen soll. Agenda 2030, Herr Schröder? Ja, sicher. Aber es kann letztlich, und da hat Olaf Scholz recht, nur aus Wachstum kommen. Stellen wir uns mal einen Moment vor, wir hätten nichts gemacht. Dann wären wirtschaftliche Strukturen richtig zugrunde gegangen. Die mit Geld aufrechtzuerhalten, damit sie auch in der nächsten Generation noch zur Verfügung stehen, ist doch vernünftig. Und das Abtragen von Schulden muss dann über die Zeit geschehen, und ist umso leichter, je stärker die Strukturen erhalten bleiben, die wir brauchen, um auch Perspektiven für die nächste Generation zu schaffen. Insofern das, was die gegenwärtige Bundesregierung gemacht hat und machen konnte im Übrigen auch, weil wir eine Volkswirtschaft sind, die stark genug ist, im Vergleich auch zu anderen europäischen Staaten, war richtig. Kann im Einzelnen der ein oder andere Fehler vorgekommen sein. Aber die generelle Linie stimmte und das sage ich mit Respekt vor der gegenwärtigen Bundesregierung und zwar vor beiden, vor der Kanzlerin ebenso wie vor dem Finanzminister, der ja einen erheblichen Anteil an diesem, wie er das genannt hatte, Wumms hatte, der war notwendig, der Wumms.
Die Frage stellt sich allerdings, wie es weitergeht. Und es gibt eine Debatte um die Schuldenbremse, ob die weiter gelockert werden kann, ob man zur staatshaushalterischen Disziplin zurückkehrt. Wie beurteilen Sie das? Ich habe noch nie sehr viel davon gehalten, weil sie doch politisches Handeln sehr, sehr stark bürokratisch einschränkt. Insofern finde ich die gegenwärtige Debatte darum, dass man in Krisenzeiten handlungsfähig bleibt und bleiben muss, total richtig. Und finde sogar das, was der Kanzleramtsminister Herr Braun dazu gesagt hat, dass sozusagen die Aufrechterhaltung von ökonomischen Strukturen wichtiger ist als das Festhalten an der Schuldenbremse, kann ich unterschreiben. Hatte ich auch nicht gedacht, dass ich den jemals loben würde. Gehen wir nochmal zurück auf Europa. Wir waren gerade eben schon in Sachen Impfstoffmisere dort. Sie beklagen, der Westen liege im Koma in Ihrem neuesten Buch und fordern ein sehr selbstbewusstes, souveränes Europa mit einer eigenen europäischen Armee und die Auflösung der NATO. Das dürfte die Amerikaner nicht wirklich amüsieren. Also wir fordern nicht die Auflösung der NATO, um das klarzumachen, sondern ihre Veränderung. Also das Schaffen einer stärkeren europäischen Komponente. Warum? Wir haben doch die Situation, dass wir auf der einen Seite Amerika haben, als starke Supermacht, das auch bleiben wir. Auf der anderen Seite ein erstarkendes Asien unter der Führung von China, die größte Volkswirtschaft demnächst der Welt, mit all dem, was sich damit verbindet. Und was ist dazwischen? Ein ehemals starkes Europa, das aber in diesem Kontext eher Schwierigkeiten bekommt als Chancen. Und insofern denke ich, müssen wir jetzt daran arbeiten, dass zwischen den beiden Polen, Amerika, Asien, ein erstarktes Europa sich entwickelt. Und das geht nur, wenn Frankreich und Deutschland zusammen die Führung übernehmen und nicht nur in der Geldpolitik durch die EZB einig werden und ein einheitliches Konzept machen, sondern auch in der Finanz-, in der Wirtschaftspolitik und auch in der Sozialpolitik. Denn die Differenzen, die es dort immer noch gibt, stärken uns ja nicht, die schwächen uns. Und deswegen setzen wir sehr bewusst darauf, macht Europa einiger, damit es eine Rolle ökonomisch wie politisch in der Welt spielen kann, die diesem Europa zukommt. In Ihrem Buch ist allerdings auch spürbar, dass Sie doch eine gewisse Skepsis gegenüber den USA haben, sage ich jetzt mal so. Sie sagen auch, die waren mir nie so nahe. Ich bin eben nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren worden. Wie haben Sie das gemeint? Einmal das, weil ich habe Amerika nie abgelehnt. Hatte keinen Grund, ich war nie antiamerikanisch. Ich gehörte nicht zu der Generation der sogenannten 60er, die vielleicht aus anderen Gründen waren. Ich war gegen den Krieg in Vietnam. Ich war auf der Straße in Göttingen, um zu protestieren zugunsten von Kennedy während seiner Ermordung und habe gesagt, dies ist ein Punkt, um Solidarität zu zeigen mit dem anderen Amerika, das ich geschätzt habe. All das habe ich gemacht. Ich habe keine antiamerikanischen Gefühle. Aber ich will auch nicht, dass wir in der Energiepolitik, dass wir in anderen Fragen gleichsam der 51. Staat der Vereinigten Staaten von Amerika sind oder so behandelt werden. Nein, wir sind souveräner Partner, wollen das auch bleiben, aber das bedeutet, und wir haben das als Bundesregierung etwa im Rahmen des Irakkrieges gewiesen, wir entscheiden selber, was passiert. Energiepolitisch, außen- und sicherheitspolitisch. Und wir sind niemanden Anhänger, sondern wir sind ein souveräner Staat und wollen das auch bleiben. Bleiben wir direkt bei der Energiepolitik und gehen wir zu Nord Stream 2, eine Gaspipeline, die Russland auf direktem Weg über die Ostsee mit Deutschland verbinden soll. Sagen wir direkt dazu, Sie sind tätig für Gazprom. Das heißt also, Sie arbeiten für diesen russischen Staatskonzern und haben natürlich vermutlich per se ein Interesse, es zu befürworten. Die Amerikaner sind dagegen, haben ihre eigenen Gründe. Isoliert sich Deutschland nicht mit diesem Projekt? Nein, glaube ich nicht. Zum Beispiel, es gibt ja bereits Nord Stream 1, das 55 Milliarden Kubikmeter Gas aus Russland nach Mecklenburg-Vorpommern transferiert und transportiert. Und wir brauchen die zweite Linie. Warum? Wir sind aus der Kernenergie ausgestiegen, in meiner Zeit im Übrigen, halte ich nach wie vor für richtig. Wir müssen und wollen aus der Kohle, aus Klimagründen heraus. Und wir sollen setzen auf erneuerbare Energien, klar. Aber es wird nicht reichen in absehbarer Zeit, um unsere Wirtschaft mit bezahlbarer Energie zu versorgen. Also brauchen wir für eine Übergangszeit
Ob die nun 10, 20 oder 30 Jahre dauert, kann keiner wirklich beurteilen. Als einzig vernünftigen, umweltfreundlichen, fossilen Energieträger Gas. Und da muss man fragen, wo kriegen wir es her? So, das kann man ja nicht backen. Und die deutschen Lagerstätten sind erschöpft. Die norwegischen sind an der Grenze. Von den holländischen will ich gar nicht mehr reden. So. Also brauchen wir Pipeline-Gas aus Russland, LNG, also verflüssigtes Gas, kriegen wir aus Katar. Wollen die Amerikaner uns auch liefern? Im Übrigen, das sage ich so leise an den Grünen, das kommt aus Fracking-Technologie, die wir in Deutschland, wenn es nach den Grünen geht, nicht benutzen dürfen. Aber in Amerika scheint das dann in Ordnung zu sein. Ist teurer, qualitativ schlechter. Und warum sollen wir das machen? Wir sind nicht abhängig von jemandem. Wir wissen seit Generationen, dass auch zu Zeiten der Sowjetunion ordentlich geliefert wurde. Wir haben ordentlich bezahlt. Wir hatten nie Probleme damit. Warum soll das in Zukunft so sein? Mir scheint da sehr viel Ideologie im Schwange zu sein. Und weniger rationale Wirtschaftspolitik, rationale Energiepolitik, das sollte nicht sein. Wir würden uns damit allerdings natürlich, wenn Sie sagen, wir machen uns nicht abhängig von jemandem in Bezug auf die Amerikaner, machen wir uns selbstverständlich natürlich aber doch abhängig von Russland damit. Und der Vollständigkeit halber, es gibt auch Studien, die sagen, wir brauchen dieses Gas nicht unbedingt. Das habe ich schon gehört, ja, weil ich meine, all diejenigen, die diese Studien verfassen, die müssen aufpassen, dass sie nicht einen kalten Hinterkriegen im Winter. Denn ich meine, wir sind aus der Kernenergie raus, wollen dabei auch bleiben, ich bin dafür. Wir müssen raus aus der Kohle, aus Klimagründen, in einem längeren Zeitraum, ich bin dafür. Und ich bin sehr dafür, dass wir auf Renewables setzen, also erneuerbare Energieträger. Aber es wird doch nicht reichen, um ein Industrieland wie Deutschland in funktionsfähig zu halten. Also brauchen wir für die nächsten 10, 15, 20 Jahre Gas als Brückentechnologie. Dafür arbeite ich. Ich sehe nicht, was daran zu kritisieren wäre. Wir müssen es doch daher kriegen, wo was ist. Wir können es doch nicht selber backen. Ich gehe davon aus, dass Sie es nicht ehrenamtlich tun, Herr Schröder, so Nein, gesehen. Nein, überhaupt nicht. Es ist ja, wird überall veröffentlicht, was ich mache. Und da ist auch nichts dran abzustreichen. Natürlich, ich bin jemand, der wirtschaftlich tätig ist und werde für die Tätigkeit zum Beispiel als Rechtsanwalt auch bezahlt. Grund für die Ablehnung von Nord Stream 2, die sich jetzt auch im Europaparlament breiter macht, auch die Franzosen haben signalisiert, dass sie nicht mehr unbedingt so Freunde sind von dieser Idee mit der Pipeline, ist unter anderem die Verquickung mit dem Fall Alexei Nawalny. Ganz kurz, Alexei Nawalny wurde mit Novichok vergiftet, dem russischen Kampfstoff, hat sich in Deutschland erholt, kehrte zurück nach Moskau, um es nochmal kurz zu rekapitulieren, und ist diese Woche in einem kaum nachvollziehbaren Urteil zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Es wurde eine Bewährungsstrafe umgewandelt in eine mehrjährige Haftstrafe. Zurück. Dieses Urteil hat international große Empörung ausgelöst. Wie sehen Sie das? Also zunächst einmal äußere ich mich nicht zu Urteilen, die ich nicht kenne. Und das Zweite, was ich sagen will, ist Folgendes. Warum verquickt man etwas miteinander, was nicht zusammengehört? Was hat eine Pipeline wie Nord Stream mit dem Fall von Herrn Nawalny zu tun? Ich sehe das nicht. Und ich denke, es ist falsch, beides miteinander zu verquicken. Wenn man glaubte, man würde dadurch Druck auf Russland ausüben, um irgendeine andere Situation zu schaffen, dann irrt man. Und insofern verstehe ich all diejenigen nicht, die meinen, wenn man jetzt Nord Stream streicht oder zu Ende bringt oder nicht zu Ende bringt, also stoppt, dann würde sich bezogen auf den Fall, den Sie erwähnt haben, irgendwas ändern. Das sehe ich nicht so. Und deswegen glaube ich, man muss das auseinanderhalten. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und ich gehöre nicht zu denjenigen, die meinen, wir reden ja auch über das Buch, das wir geschrieben haben, das ist kein Buch über Nawalny, sondern ein Buch über die Rolle Russlands in der internationalen Politik und unser Interesse, auch perspektivisch, Russland als Partner zu erhalten, denn wir haben eins doch historisch begriffen, alle miteinander. Immer dann, wenn es schlecht war im Verhältnis zwischen Deutschland und Russland, ging schief, auch was Frieden in der Welt angeht. Immer dann, wenn es erträglich war, war es besser. Und deswegen, unabhängig von innenpolitischen Problemen, die andere kommentieren mögen,
unabhängig davon geht es doch darum, für die EU, wenn sie eine Rolle spielen will, zwischen denen, die ich erwähnt habe, Amerika auf der einen Seite, China auf der anderen Seite, darum, Partner zu haben. Eine, der wichtig ist, bleibt Russland, egal was innenpolitisch passiert, und bleibt zum anderen die Türkei, auch egal, was innenpolitisch passiert, was mir auch nicht immer gefällt. Gehen wir nochmal zu dem Preis der Erträglichkeit zurück an dieser Stelle und lösen wir den Fall Nord Stream 2 von dem Fall Nawalny. Da möchte ich nämlich doch gerne nochmal mit Ihnen gemeinsam hingucken. Die Bundeskanzlerin hat die sofortige Freilassung Nawalnys gefordert. Viele namhafte andere Politiker haben sich angeschlossen. Gehen Sie damit? Schauen Sie, ich gehöre doch nicht zu denjenigen, die das nachbeten, was andere für richtig halten. Ich frage Sie nach Ihrer Meinung. Sie brauchen es ja nicht nachbeten. Warum sollte ich das? Das tue ich nicht. Und insofern kann ich nachvollziehen die Position der Bundeskanzlerin, aber es ist nicht meine. Nun ist es ja so, dass der Fall Nawalny auch in Russland doch erhebliche Demonstrationen auslöst, wo tausende Menschen... Noch einmal, wir haben doch miteinander vereinbart, dass wir über ein Buch reden. Ja, aber der Sie Fall wollen Nawalny ja stellt, gehört ja... Ja, aber da steht, ja nein, da steht nichts, in dem Buch steht nichts von Herrn Nawalny. Aber wir reden natürlich auch über Tagespolitik. Ach, nee. Und Sie als jemand, der Russland versteht, ja. Könnt ihr uns... Ach, ist das eigentlich was Schlimmes, wenn man Russland versteht? Gar nicht, versteht? Nein, das nutzen wir in diesem Moment ja auch. Ja, aber wissen Sie, das Interessante ist doch... Diejenigen, die als Russland-Versteher gelten, die werden ja in Deutschland, in den Medien natürlich nicht bei Ihnen so ein bisschen abschätzig behandelt, wenn nicht sogar diskriminiert. Aber was soll eigentlich Politik sein, wenn man nicht in der Lage ist, die jeweils andere Seite zu verstehen? Kann man doch keine rationale Politik machen. Man muss ja nicht billigen, was da passiert. Tue ich auch in vielen Fragen nicht. Aber wenigstens den Versuch zu machen, zu kapieren, was sind denn die Gründe auf der anderen Seite? Das sollte man schon machen. Und im Übrigen noch einmal, das Buch handelt von internationaler Politik und nicht von Herrn Nawalny. Gut, dann gehen wir jetzt zu Herrn Putin. Von ihm handelt nämlich das Buch durchaus. Ja, und ist ja Staatspräsident dort. Und zwar in freien Wahlen gewählter Staatspräsident. Übrigens niemals gab es größere Kritik an der Tatsache, dass er wirklich in freien Wahlen gewählt worden ist. Was spricht dagegen? Sie sind mit ihm befreundet und kennen ihn viele Jahre gut. Es gab ja eine fast schon innige Zeit während Ihrer Kanzlerschaft. Na, innig ist jetzt übertrieben. Immerhin hat er eine Rede im Deutschen Bundestag gehalten, ja, eine viel beachtete. Ja. Wenn Sie sich Herrn Putin heute anschauen und auf die letzten Jahre zurückschauen, was würden Sie sagen? Hat er sich verändert und wenn, in welcher Art? Also wäre doch komisch, wenn sich Menschen im Laufe eines langen Lebens nicht veränderten. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte von Herrn K., von Bertolt Brecht, kennen. Herr K. ist Herr Keuder. Und Herr K. trifft einen Freund. Und der sagt zu Herrn K., Sie haben sich aber gar nicht verändert. Herr K. sagt nur, oh, und er bleicht. Natürlich verändert sich ein Mensch im Laufe des Lebens. Ich auch, Sie auch. Und ich hoffe zum Positiven. Also was soll die Frage? Natürlich hat sich auch Herr Putin verändert im Laufe seines Lebens und durch den Job auf jeden Fall. Nur das, was ich als Freundschaft bezeichne, hat begonnen in einer Zusammenarbeit, die produktiv war für beide Seiten, für Deutschland wie für Russland. Und daraus hat sich eine menschliche Beziehung entwickelt. Und eine menschliche Beziehung, wenn Sie so wollen, eine Freundschaft, da muss man doch nicht immer einer Meinung sein. Freundschaft besteht doch auch darin, dass man unterschiedliche Positionen austragen kann, die es durchaus gibt, die man aber, wenn der andere noch Staatschef eines der wichtigsten Länder der Welt ist, nicht öffentlich austrägt, sondern wenn man Unterschiede in der Bewertung hat, die es gibt, dann tut man das doch nicht im deutschen Fernsehen. Gut, bleiben wir bei veränderten Beziehungen. Damit haben Sie mir das Stichwort geliefert. Schauen wir mal auf Ihre Partei. Das bleibt meine übrigens. Ja, das ist ja schön. Ja, ja, weil immer alle möglichen Leuten denken. Die ist Frage wollte ich Ihnen jetzt nicht stellen, aber es ist ja gut, dass Sie sie schon beantwortet haben. Parteivorsitzende Novabo, wie er abgekürzt wird, Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken haben gesagt, mit der Agenda 2010, sei die SPD damals von ihrem Kurs abgekommen. Wie beurteilen Sie das heute? Das verstehe ich gar nicht, diese Aussage, weil dieser Kurs ist auf Parteitag mit 3/4 Mehrheiten beschlossen worden. Mehr kann man ja eigentlich nicht erreichen auf so einem Parteitag. Und war keine
Geschichte, die ich etwa der Partei oktroyiert hätte. Ich halte sie nach wie vor für vernünftig. Und ich muss das mal sehr deutlich sagen, wenn Sie sich mal die Situation in Europa anschauen, die wichtigsten Partner von uns, ob das Italien ist, Frankreich ist, Portugal ist, Spanien ist, wen immer Sie nennen, Briten lassen wir mal draußen, weil sie draußen sind inzwischen. So, wie geht's denen denn? Die haben die Reformen, die unter meiner Führung seinerzeit eingeleitet worden sind, nicht oder zu spät gemacht. Bisher, etliche bisher nicht. Und geht's denen wirtschaftlich besser? Und den Menschen, die an Arbeit denken und ihre Familien ernähren wollen, geht's denen besser als den Menschen in Deutschland? Nein, es geht ihnen schlechter. Und deswegen finde ich eine Parteiführung, die nicht begreift, dass das, was wir mit der Agenda gemacht haben, Deutschland stärker und nicht schwächer gemacht haben, übrigens auch die Wähler der SPD eher besser hat dastehen lassen als das Gegenteil, das verstehe ich nicht. Und das ist mein Konflikt, den ich habe mit der Parteiführung, den wir diskutieren gelegentlich. Ich habe Novabo, Norbert Walter-Borjans, so sollten genau. wir ihn ruhig nennen, genau. Norbert Walter-Borjans, weiß ich gut, genauso getroffen wie auch den Herrn Kühnert, Frau Esken kenne ich nicht, aber schön, und rede mit denen, sage ihnen meine Meinung, aber eben auch nicht öffentlich. Und gut, ich habe eine andere Vorstellung. Meine ähnelt eher derjenigen, wenn ich überhaupt jemanden nennen sollte, sind interessanterweise zwei Frauen, wo ich glaube, dass sie einen tollen Job machen. Eine ist die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Frau Schwesig. Und mit der Sie in Sachen Gazprom eng zusammenarbeiten? Ja, aber nee, das ist schon deren eigene Position. Okay. Das hat mit mir relativ wenig zu tun. Nein, die andere ist Frau Giffey, die in Berlin da antritt und sagt, ich komme zurück nach Berlin, da kommt sie ja her, und will, dass dieser Stadt wieder besser geht. Und da sind zwei Frauen, die sagen, okay, wenn wir was besser machen wollen, dann müssen wir auch wirtschaftspolitische Kompetenz ausstrahlen. Beide sagen das, beide tun das, und interessanterweise, beide haben deswegen Erfolg, was mich freut im Übrigen. Und andere, die meinen, man könnte ein Land wie Deutschland regieren, ohne ökonomische Kompetenz, die irren. Auch wenn sie Sozialdemokraten sind. Im Hinblick auf die Bundestagswahl in diesem Jahr haben Sie des Öfteren prognostiziert, dass es mit einem schwarz-grünen Regierungsbündnis enden wird. Auch das nehmen Ihnen Teile Ihrer Partei ein bisschen übel, weil Sie sagen, Sie glauben nicht an die Kraft der Sozialdemokratie. Ja, aber warum nehmen wir das übel? Schauen Sie, ich lese Umfragen, wie jeder von Ihnen auch. Und die sind nun mal so, wie sie sind. Wenn ich von heute an sagen soll, was ist wahrscheinlich, dann wäre das doch verlogen, wenn ich sagte, ja, die SPD ist dicht davor. Ist sie gegenwärtig nicht. Muss viel passieren, wenn sie auch nur annähernd in die Situation kommen will, den Kanzler zu stellen. Sie hat eine wichtige Entscheidung getroffen, nämlich Olaf Scholz zu nominieren. Das ist schon mal ein Fund. Aber natürlich geht es jetzt um die Frage, wer schreibt eigentlich welches Wahlprogramm? So, schreibt Olaf Scholz ein Wahlprogramm, das ihm entspricht, mit dem er arbeiten kann, ohne unglaubwürdig zu werden, oder fuschen ihm da irgendwelche Leute rein? So, wenn er selber in der Lage ist, seine Positionen, die sehr rational sind, durchzusetzen und die im Wahlprogramm sich auch wiederfinden, bin ich gerne bereit, die Dinge anders zu beurteilen. Aber das muss man sehen. Und im Übrigen, was soll das? Wenn man die Umfragen gegenwärtig sieht und als jemand, der ein politischer Mensch ist, eine Einschätzung geben soll, soll ich da lügen oder was? Würden Sie glauben, wenn die SPD gegenwärtig in diesen Zeiten bedauerlicherweise schwächer ist als die Grünen in den Umfragen? Das wird nicht so bleiben, davon bin ich überzeugt. Aber gegenwärtig ist das so. Soll ich dann so tun, als wenn das nicht stimmte und als wenn das nicht zu berücksichtigen wäre? Das würde doch kein Mensch ernst nehmen. Und in Grenzen will ich wenigstens ernst genommen werden. Darf mir auch keiner übel nehmen. Abschließend die Frage, Herr Schröder. Sie tragen seit vielen, vielen Jahren den Spitznamen Acker, weil Sie so unermüdlich ackern und kämpfen.
kann ja auch mal Gefahren in sich bergen. Wenn Sie auf die letzten Jahrzehnte zurückschauen, haben Sie das Gefühl, Sie haben sich an irgendeiner Stelle vielleicht auch mal verkämpft? Nee, verkämpft nicht. Ich habe immer gekämpft. Zunächst um sozialen Aufstieg, den ich über Bildung versucht habe und Ausbildung zu leisten. Übrigens eine Geschichte, die mich immer umgetrieben hat. Und ich finde, wir müssen weiter dafür kämpfen, dass Menschen mit dem sozialen Hintergrund wie mein eigener über Bildung aufsteigen können in der Gesellschaft. Und wenn sie was tun, müssen sie eine Chance erhalten. Und dafür will ich weiter kämpfen. Alles, was ich gemacht habe, hat sich bei allen Fehlern, die jeder macht, natürlich letztlich so gefügt, dass ich von mir selber sagen kann, naja, es hätte schlechter laufen können in meinem Leben. Eigentlich und gerade jetzt wieder bin ich ein glücklicher Mensch. Gerhard Schröder, herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne.